بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, bei dem wir mit einer neuen Sure weitermachen möchten. Und zwar Surat al-Jumu'ah. Surat al-Jumu'ah. Und wir werden inshallah Surat al-Jumu'ah in zwei Teile unterteilen. Heute inshallah beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil und in der kommenden Woche inshallah dann mit dem zweiten Teil. Und lasst uns zunächst erst einmal, inshallah, einige allgemeine Informationen über diese Sura erwähnen als Einleitung, bevor wir dann mit der Sura selbst beginnen werden. Sura al-Jumu'ah ist die 62. Sura im Mus'haf, Tertib al-Mus'haf. Was nicht heißt, dass es auch die 62. Sura ist bei der Herabsendung, sondern es handelt sich hierbei um eine Sura. Manche sagen, ich glaube, soweit ich mich entsinnen kann, ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben, aber auf jeden Fall, also nach der 100. Sura. Ich glaube, 106, soweit ich mich entsinnen kann. Und Surat al-Jumu'ah ist eine rein medinensische Sura. Und das ist auch relativ klar, warum, weil der Grund, weshalb diese Sura offenbart wurde, und auch schon der Name dieser Sura deutet darauf hin, dass es sich um was handelt? Um eine medinensische Sura. Wir werden gleich noch auf das Freitagsgebet eingehen, wie es eingeführt wurde, wann es eingeführt wurde. Aber wir können zunächst erst einmal sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst das Freitagsgebet erst in Medina vollzogen hat. Es gab schon Leute, die während der mekkanischen Phase das Freitagsgebet vollzogen haben in Medina, aber ohne den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es das Freitagsgebet erst in Medina. Surat al-Jumu'ah besteht aus insgesamt 11 Versen und gehört zu den sogenannten Musabbihat. Wir hatten das ja auch erwähnt gehabt, als wir über Surat, welche war das gewesen? Nicht Tarabun, sondern doch Surat al-Taghabun gesprochen haben, ja, dass es mehrere dieser sogenannten Musabbihat gibt, das heißt Suren, in denen es mit dem Tasbih beginnt, das erste Wort der Tasbih ist. Entweder als Verb Sabbaha, Yusabbihu, Sabbih, Subhana, ja, das sind alles was Suren, welche mit dem Tasbih beginnen. Und Surat al-Jumu'ah ist eine dieser Suren, welche mit dem Tasbih beginnen. Genauso auch wie die anderen Suren, welche wir schon auch erwähnt hatten. Was war nochmal die Bedeutung von, oder wir kommen auf die Bedeutung von Tasbih dann noch einmal zu sprechen, inshallah ta'ala. Worum geht es in Surat al-Jumu'ah? Wie ist diese Sura eigentlich aufgebaut? Diese Sura ist so aufgebaut, dass wir zunächst erst einmal 4 Ayat haben, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Entsendung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam spricht. Das heißt, warum ist er eigentlich entsandt worden? Und dass es sich hierbei um eine Gnade handelt. 4 Ayat, welche sich damit beschäftigen, wobei die erste Ayat eher eine Einleitung dazu ist. Aber sie hat auch mit diesen Ayat etwas zu tun, wie wir den noch gleich sehen werden, insha'Allah ta'ala. Daraufhin haben wir insgesamt, entschuldigt, ich bin verrutscht hier gerade, daraufhin haben wir insgesamt, komme ich nicht runter, genau, die Ayat von 5 bis 8, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Ahl al-Kitab spricht, insbesondere die Juden. Über die Ahl al-Kitab spricht insbesondere die Juden. Und wo Allah subhanahu wa ta'ala sie kritisiert. Und wir werden auch gleich sehen, für was er sie kritisiert. Und wir werden aber auch sehen,
dass diese Kritik nicht nur an die Juden gerichtet ist, sondern gleichzeitig auch eine Kritik ist an uns Muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala, er kritisiert die Leute der Schrift, um uns zu warnen, dass wir nicht dieselben Fehler machen wie sie. Und dann kommen die letzten drei Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen direkt anspricht. Welche dann auch der Grund sind für die Namensgebung dieser Sura, Sura al-Jumu'ah. Weil nämlich Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen auffordert, am Freitagsgebet teilzunehmen und sich zu beeilen zum Freitagsgebet. Und auch erläutert, was der Sinn und Zweck des Freitagsgebets ist. Und dass ein Muslim, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, nicht wegen seines Handelns oder wegen seiner Arbeit das Freitagsgebet unterlässt, sondern an diesem wichtigen Dhikr, und Allah Ta'ala, er bezeichnet es als Dhikr, diesem wichtigen Gedenken, diesem Treffen des Gedenkens, des Dhikrs, auch teilnimmt, um ermahnt zu werden und um erinnert zu werden. Und bei diesen Ayat, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, insha'Allah Ta'ala, wird auch ein Offenbarungsanlass erwähnt. Und zwar, dass nämlich einige Muslime in Medina bei einer Khutba des Propheten sallallahu alaihi wa sallam anwesend gewesen waren. Und dann kam eine Karawane aus Ascham mit Handelswaren, woraufhin viele von ihnen aufgestanden sind und das Freitagsgebet dann unterlassen haben, während der Prophet sonst noch gesprochen hat, um dann zu diesen Handelswaren zu gelangen. Was der Hintergrund dessen ist und warum sie das gemacht haben und wie viele dann Muslime dann auch zurückgeblieben sind, das werden wir dann noch einmal besprechen, wenn wir, insha'Allah, nächste Woche dann auf diese Ayat ganz explizit zu sprechen kommen. Und daran erkennen wir, diese Sura hat die Pflicht zum Freitagsgebet nicht eingeführt, sondern das Freitagsgebet, es war schon vorher was gewesen, es war schon vorher eine Pflicht gewesen. Und die Muslime haben es schon vorher vollzogen gehabt. Nur es ging hier noch einmal darum, den Muslimen aufzuzeigen, wie wichtig dieses Gebet ist. Und wie wichtig es ist für sie, an diesem Gebet festzuhalten und dieses Gebet nicht zu vernachlässigen. Und niemals Handel und Geld und Arbeit über dieses Gebet zu stellen. Das ist der Sinn und Zweck dieser Sura, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura herabgesandt hat. Diese Sura kennt nur einen Namen, und zwar Surat al-Jumu'ah. Diese Sura kennt nur einen Namen, und zwar Surat al-Jumu'ah. Was heißt eigentlich das Wort al-Jumu'ah? Al-Jumu'ah bedeutet was? Freitag. Heute bezeichnen wir den Freitag als Yawm al-Jumu'ah. Wurde der Freitag aber immer so genannt, auch in der vorislamischen Zeit? Oder handelt es sich hierbei vielmehr um eine islamische Bezeichnung für diesen Tag? Die Gelehrten sagen, dass der Name Al-Jumu'ah für Freitag eine islamische Bezeichnung ist. Die Araber vorher nannten diesen Tag nicht Jumu'ah. Es gab aber einige, von denen es überliefert, aber grundsätzlich hatten sie für diesen Tag einen anderen Namen, und zwar Aruba, Yawm al-Aruba. Yawm al-Aruba. Das heißt, die Muslime, sie haben den Namen für diesen Tag eingeführt. Weil nämlich das Wort Jumu'ah eine bestimmte Bedeutung, die für diesen Tag wichtig ist, beinhaltet. Nämlich welche Bedeutung? Was bedeutet denn das Wort Jumu'ah? Versammeln, richtig. Es ist der Tag der Versammlung. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass das am Freitag ist. Sich so wie einige, auch manche Liberale behauptet haben, es ist egal, an welchem Tag wir uns treffen. Das heißt, wir könnten uns auch an einem anderen Tag treffen, am Samstag oder am Sonntag, weil die Muslime hier im Westen keine Zeit haben, sich am Freitag zu treffen. Deswegen verschieben wir einfach Jumu'ah auf Samstag oder Sonntag. Das geht natürlich nicht. Das ist schon festgelegt an was? An den Freitag. Es ist wirklich der Freitag.
Nur unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dem Freitag einen anderen Namen gegeben. Und zwar der Tag der Versammlung. Und es gibt etliche Hadithe, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam über diesen Tag spricht. In einer Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala, er hat den Juden den Samstag gegeben. Und er hat den Christen den Sonntag gegeben. Und uns hat er zum Freitag geleitet. Es ist der Tag, an dem Adam alaihi salam erschaffen wurde. Und es ist der Tag, an dem Israfil in die Posaune stoßen wird. Und es ist der Tag, an dem die Menschen auferstehen werden. Es ist der beste Tag, bei dem die Sonne aufgeht. Es ist im Grunde genommen ein wöchentlicher Eid, ein wöchentlicher Festtag. Es ist ein Tag, an dem es eine Stunde gibt, in der Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet erhört. Es ist ein Tag, an dem sich die Muslime versammeln. Es ist ein Tag, an dem ich allein dadurch, dass ich zur Moschee frühzeitig gehe, um früh da zu sein, jedes Mal ein Tier opfern kann. Und umso früher ich komme, desto größer ist dieses Tier, welches ich geopfert habe. Wenn ich in der ersten Stunde komme, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann ist es so, als hätte ich ein Kamel geopfert. Komme ich in der zweiten Stunde, ist es so, als hätte ich was? Eine Kuh geopfert. Komme ich in der dritten Stunde, ist es so, als hätte ich ein Schaf geopfert. Bis es dann irgendwann einmal zu einem Huhn geht und dann zu einem Ei. Ja, das ist so ein ganz kurz davor sozusagen. Das wird immer kleiner, das Opfer. Ja. Umso später du kommst, desto kleiner wird das Opfer. Und irgendwann einmal, ja, nehmen die Engel sich sogar nicht mehr auf. Wenn du nämlich dann die Moschee betrittst, wenn der Imam schon auf dem Mimbar steht und anfängt mit der Khutba. Das ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Ein Tag, zu dem Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime geleitet hat. Es ist ein Geschenk Allahs an diese Ummah. Es ist ein Tag, der uns Muslimen eine eigenständige Identität gegeben hat. Wir sind nicht mehr abhängig von den anderen. Wir befolgen nicht einfach die anderen, die vor uns gewesen waren, sondern wir haben unsere eigene Identität. Es ist der Freitag. Wir sind die Umme des Freitags. Wir sind die Umme des Freitags. Leider gibt es viele muslimische Länder, welche aufgrund des Kolonialismus dem Freitag, der eigentlich in der gesamten islamischen Welt immer ein Feiertag gewesen ist für die Muslime, dann verschoben haben auf Samstag und Sonntag. Sodass das Wochenende auch in manchen islamischen Ländern der Samstag und der Sonntag ist. Und das ist sehr schade, weil das nämlich genau das bestätigt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat und wovor er uns auch gewarnt hat. Nämlich, dass wir anfangen werden, die Bräuche derjenigen zu befolgen, die vor uns waren. Handbreite um Handbreite, Armlinge um Armlinge. Ihr werdet die Bräuche derjenigen, die vor euch waren, befolgen. Und der Prophet bestätigt das, sicher befolgen. Also Lam Ta'kid, Lam sozusagen zur Bestätigung. Und dann Unna, dieses Nun Mushaddada, ist nochmal sozusagen eine Bestätigung. Also ihr werdet zu 100% was machen? Ihr werdet zu 100% die Bräuche derjenigen befolgen, die vor euch waren. Shibran bi Shibr. Hein, könnt ihr mal gucken, ob das Video läuft weiterhin? Nicht, dass es irgendwie unterbrochen ist oder so. Läuft alles? Oder gibt es Probleme? Ich denke. Ja, okay. Vielleicht könnt ihr mal gucken online, ob das läuft. Inshallah. Shibran bi Shibr. Handbreite um Handbreite. Wa Zira'an bi Zira'an. Und Armlinge um Armlinge. Hatta lau dakhalu juhra dabbin lasalaktumu. Selbst wenn sie in das Erdloch eine Eidechse hineinkriechen würden, ihr würdet hinterher kriechen, subhanallah. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? In ein Erdloch zu kriechen, was so klein ist, wo kein Mensch reinpassen würde. Macht keinen Sinn. Aber ihr würdet das trotzdem machen. Und dann fragt der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemand, oder fragt jemand den Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, Rasulallah, al-Yahud wa al-Nasar, handelt es sich um die Juden und die Christen? Und er sagte, Femen, wer sonst? Femen, wer sonst? Und das sehen wir heutzutage, subhanallah. Aber wir sehen auch gleichzeitig, alhamdulillah, dass gerade in dieser Zeit der Fitten, das ist ein kleiner Exkurs, der ist aber sehr, sehr wichtig, dass gerade in dieser Zeit der Fitten, der unglaublich starken Versuchungen, die wir heutzutage haben,
wo sich Ideologien verbreiten, welche die menschlichen Gesellschaften zerstören, welche das Fundament jeder Gesellschaft unterhöhlt, dass diese Ideologien sich überall verbreiten und dass man auch versucht, diese Ideologien den muslimischen Ländern aufzuoktroyieren, das heißt, sie dazu zu zwingen, das ebenfalls anzunehmen. Und hier, Alhamdulillah, das haben wir gerade auch bei dieser WM sehr gut gesehen, die ja immer noch läuft. Und hier sehen wir, dass die muslimische Umma eine Art Alleinstellungsmerkmal hat in der gesamten Welt. Während sich die christlichen Kirchen nicht mehr dagegen wehren, oder du hörst das zumindest nicht, oder habt ihr irgendetwas gegen diese ganze Lobby der LGBTQ-Bewegung gehört seitens der Kirchen? Im Gegenteil, sie haben sich angepasst. Sie haben sich komplett angepasst, komplett angepasst. Von anderen Religionsgemeinschaften hört man eigentlich auch nichts. Die einzigen, von denen du einen Widerstand lautstark hörst, natürlich gibt es viele Leute, die dagegen sind, gegen diese Lobby, ich rede über diese Lobby. Es gibt viele, die dagegen sind. Aber die einzigen, die sich wirklich lautstark dagegen wehren, die sagen, nein, das lassen wir nicht zu in unseren Gesellschaften, das wollen wir nicht. Das ist schädlich für die Gesellschaft, das zerstört die Gesellschaft, das macht die Familie kaputt. Sind die muslimischen Länder, subhanallah. Guck mal, obwohl es uns so schlecht geht als Muslimen. Obwohl wir wirklich also eine Umme sind, die hinterherhinkt den anderen. Alhamdulillah stellt sich jetzt heraus, wie wichtig die Umme des Islams ist. Und wie wichtig es ist, dass wir als letzte Festung gegen solche schädlichen Ideologien standhaft bleiben und nicht aufgeben. Standhaft bleiben und nicht aufgeben. Allah Ta'ala, er beschreibt diese Umma und er sagt, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Ta'muruna bil ma'ruf, ihr gebietet das Gute. Wa tanhauna 'anil munkar, und ihr verwehrt das Schlechte. Wa tu'minuna billah, und ihr glaubt an Allah. Wallahi, ich habe immer wieder Gedanken über diese Ayah gemacht, aber zum ersten Mal habe ich dieses Gefühl, dass diese Ayah wirklich auf uns heutzutage zutrifft. Wir haben viele Probleme, viele Streitigkeiten, viele Konflikte. Aber zum ersten Mal sehe ich, wie wichtig unsere Umma ist für die gesamte Welt. Für alle Menschen. Ukhrijat linnas, für alle Menschen. Nicht nur für die Muslime, für alle Menschen. Ich sehe das immer wieder unter den Kommentaren, unter irgendwelchen, weiß ich nicht, Videos, wo es um diese Thematik geht. Immer wieder liest du, dass auch Christen sich bei Muslimen bedanken. Ich finde das gut, dass sie das macht. Ich finde gut, dass ihr so lautstark euch dagegen stellt, gegen diese Ideologie. Ihr seid die Einzigen, die noch etwas sagen. Es gibt viele, subhanallah. Und das zeigt, ja, alhamdulillah, wir haben etwas zu bieten als Muslime. Wenn wir nicht mehr sind, wer stellt sich dann dagegen? Weil das ist Gift für jede Gesellschaft. Gift für jede Gesellschaft. Und das werden die Menschen noch sehen. Sie werden das noch sehen. Da braucht gar kein Stein vom Himmel zu fallen. Die Gesellschaften zerstören sich selbst. Da muss kein Stein von mir fallen. Zerstören sich selbst. Ein sehr gutes Video gesehen. Ist auf Arabisch. Kann ich nur jedem empfehlen, der Arabisch sprechen kann. Es sind keine religiösen Videos. Es ist einfach so ein Wirtschaftsvideo, wo es um Wirtschaft geht. Ein Mukhbir al-Iqtisadi. Sehr, sehr gut. Der hat ein Video herausgebracht, jetzt vor einer Woche, über Südkorea. Über was? Südkorea. Hat erstmal mit unserer Hemisphäre gar nichts zu tun. Und er spricht da und er zeigt auf, was das größte Problem in Südkorea ist. Das größte Problem in Südkorea ist, dass dieses Volk wahrscheinlich aussterben wird. Dass dieses Volk, wenn es so weitermacht, wie es jetzt macht, aussterben wird. Warum? Weil keiner mehr dort heiraten möchte. Die Frauen wollen keine Kinder mehr gebären. Wozu auch Kinder gebären? Wenn ich nicht heirate, bedeutet das auch gleichzeitig was? Dass ich als Frau meine eigene Karriere verfolgen möchte, der Mann ebenfalls, warum soll ich Verantwortung tragen? Ich kann Spaß haben, ja? Ich kann auch so einen Freund, eine Freundin haben, ich muss mich nicht irgendwie verpflichten, ich will mich selbst verwirklichen. Und dementsprechend, wozu heiraten? Und dementsprechend, die Geburtenrate in Südkorea ist irgendwas mit 0,83%. Damit eine Gesellschaft, die niedrigste in der Welt, damit eine Gesellschaft überleben kann, wie hoch muss die Geburtenrate ungefähr sein? Mindestens 2. Warum?
Ja, für jeden Mann, für jede Frau brauchst du immer jeweils eine Person, die danach kommt. Ja? Wir in Deutschland haben irgendwas mit 1, noch was. Ich weiß nicht genau wie viel, aber 1, noch was. Und sie haben 0,8, nicht mal eine Person für zwei Personen. Das muss ich mir vorstellen, wie gefährlich das ist. Und wie wichtig hier religiöse Werte sind. Ich rede nicht über den Islam, auch das Christentum ist mit den gleichen Werten gekommen. Aber wir hören von ihnen nichts. Und Südkorea sind ja größtenteils Christen, Katholiken. Ja? Aber man hört nichts. Die Religion wurde verbannt aus der Gesellschaft. Man will mit Religion nichts mehr zu tun haben. Und auch hier siehst du das. Ja, ich habe gestern ein sehr gutes Video ebenfalls gesehen. Ja, ich beschäftige mich sehr intensiv momentan mit dieser Thematik, weil sie wirklich also jeden betrifft. Ja, ein sehr, sehr gutes Video auf Deutsch. Und zwar geht es darum, dass Werbung gemacht wird für Single-Leben. Durch öffentlich-rechtliche Sender, Funk. Ja, ich weiß nicht, da wird Werbung gemacht, wie gut es doch ist, ein Single-Leben zu führen. Ja, und dass es eigentlich besser ist, als in einer Beziehung zu leben und als, weiß ich, verheiratet zu sein. Das Gift. Und hier kommt was? Unsere Aufgabe als Muslime. Dass wir uns dagegen wehren, und zwar lautstark. Ja, man wird uns kritisieren, wie man es jetzt auch gesehen hat mit Katar. Man wird sagen, die sind rückständig, die sind homophob, die sind weiß ich nicht was. Können sie alles sagen, ist egal. Am Ende wird man uns danken dafür, dass wir standhaft geblieben sind. Am Ende wird man sagen, die Muslime sind die einzigen gewesen, welche noch ihre Stimme erhoben haben gegen eine Ideologie, welche die Gesellschaften zerstört. Und deswegen, meine lieben Geschwister, damit wir zurückkommen, inshallah ta'ala, zu Surat al-Jumu'ah. Diese Identität ist so wichtig, dass wir unsere eigene Identität bewahren. Niemals aufgeben, egal was ist. Und damit ist nicht gemeint, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass ich gegen andere sein muss, dass ich andere bekämpfen muss, dass ich sage, ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Nein! Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich lebe hier. Es ist, ja, sie ist christlich geprägt, diese Gesellschaft. Und ich respektiere das. Ich habe kein Problem damit, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder weiß ich nicht was. Aber trotz alledem, ich habe meine eigene Identität. Ich feiere kein Weihnachten. Ich bin Muslim. Natürlich gibt es vielleicht Ausnahmen, wenn Leute konvertiert sind, dann vielleicht Familien haben, das ist etwas anderes. Aber grundsätzlich ist zu Hause, feiere kein Weihnachten. Warum soll ich Weihnachten feiern? Und ich gebe auch nicht meinen Kindern zu Weihnachten Geschenke, damit sie nicht traurig sind. Nein, ich sage meinen Kindern, wir haben, Alhamdulillah, wie ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam damals zu Aisha gesagt, Allah Ta'ala hat uns zwei andere Feste gegeben. Das waren damals die arabischen Feste. Er hat uns etwas anderes gegeben. Und zwar Eid al-Fitr und Eid al-Adha. Und dann beschenke ich meine Kinder zu diesen beiden Festtagen und dann werden sie sich freuen, dass sie als Einzige in einer Zeit, wo keiner Geschenke bekommt, dann diese Geschenke bekommen. Das ist das, worauf es ankommt. Dass ich meinen Kindern diese Identität, diese muslimische Identität, die Liebe zu Allah, die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Liebe zum Muslim sein, dass ich auch stolz darauf bin, ein Muslim zu sein, dass ich mich dafür nicht schämen muss, ein Muslim zu sein, dass ich mich nicht dafür schämen muss und rechtfertigen muss, dass ich vielleicht in bestimmten Dingen anders bin, dass ich das anerziehe, ohne überheblich zu wirken, ohne andere dann zu verfluchen oder sich lustig zu machen über die Bräuche der anderen, was wir auch leider haben bei einigen, gerade bei denjenigen, die nicht praktizierend sind. Ja, guck mal die Kartoffeln, guck mal, was die machen, weiß ich nicht was, das geht auch nicht. Du musst respektvoll sein gegenüber den anderen, aber gleichzeitig seine eigene Identität wahren. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist nochmal ganz wichtig hier, wenn wir über Surat al-Jumu'ah sprechen, dass Allah Ta'ala uns Muslimen einen eigenständigen Festtag in der Woche gegeben hat, an dem wir versuchen, uns zu versammeln und Allah Subhanahu wa Ta'ala näher zu kommen. Das war jetzt eine etwas längere Einleitung zu dem Wort al-Jumu'ah. Das ist eine wichtige Einleitung. Das ist eine wichtige Einleitung zu dem Wort al-Jumu'ah. Und jetzt beginnen wir insha'Allah ta'ala mit dem ersten Abschnitt der Sura. Wir werden heute uns nur mit dem ersten Abschnitt beschäftigen. Und die beiden anderen werden wir dann kommende Woche machen insha'Allah ta'ala. Und zwar beginnt der erste Abschnitt, der aus vier Ayat besteht, mit folgenden Worten. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihn, den König, den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen. Interessant. Allah Ta'ala, er beginnt diese Sura, wie wir es gesagt hatten, mit dem Tasbih. Mit dem was?
Tasbih. Aber worin unterscheidet sich der Tasbih von dem Tasbih in Surat Taghabun oder in Surat Saff, die wir noch besprechen werden, inshallah. Wie beginnt da der Tasbih? Könnt ihr euch noch erinnern? Ich habe gerade vor mir. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu al-mulku wa lahu al-mulk. Nein, ich meine Surat Saff, entschuldige. Ja, das ist Surat Saff, da bin ich auch durcheinander gekommen. Das ist ja auch mit dem Sabbaha lillahi, also im Präteritum. Ich bin gerade durcheinander gekommen. Surat Taghabun ist ja auch mit sozusagen in derselben Weise. Ja? Und zwar im Präsens. Im Präsens. Im Arabischen nennt man das was? Mudari'. Und worauf deutet der Präsens hin? Auch im Deutschen. Allah preist alles. Und worin unterscheidet sich da der Präsens vom Präteritum, von der Vergangenheitsform, vom Madi? Worauf deutet diese Zeitform hin, der Präsens unter anderem? Natürlich auf die Gegenwart, aber auch noch auf etwas anderes Wichtiges. Was würdet ihr sagen? Ja, genau, dass eine Tat immer wiederholt wird. Also es wird nicht sozusagen einmalig Tasbih gemacht, sondern es wird was? Immer wieder, dauerhaft Tasbih gemacht. Die ganze Zeit über. Und das passt sehr, sehr schön zu dieser Sura. Warum? Weil wir hatten ja gesagt, wir werden auf diesen Offenbarungsanlass noch näher eingehen, wenn wir dann zu den letzten Ayat kommen. Aber wir hatten ja gesagt, diese Sura wurde offenbart, weil einige Sahabis während der Khutbe aufgestanden sind, um zu einer Karawane zu gehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er tadet sie indirekt hier. Indem er nämlich aufzeigt, wenn ihr aufsteht und euch vom Freitagsgebet abwendet und von den Worten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam abwendet, so preist alles, was im Himmel ist und was auf der Erde ist, dauerhaft Allah subhanahu wa ta'ala. Mit anderen Worten, Allah ist auf eure Ibadah und auf euren Tasbih nicht angewiesen. Das, was du tust an Ibadat, geehrte Schwester, geehrter Bruder, das tust du für dich selbst und nicht für Allah. Allah braucht das nicht. Allah braucht keinen einzelnen von uns. Keinen einzigen von uns. Allah ist komplett unabhängig. Allah ist As-Samad. Was bedeutet das Wort As-Samad? As-Samad kommt nur einmal vor im Koran, und zwar in Surat Al-Ikhlas. Was heißt As-Samad? As-Samad ist derjenige, der unabhängig ist von allen anderen, aber von dem alles andere abhängig ist. Also, ist derjenige, der unabhängig ist von allem anderen, der auf niemanden angewiesen ist, aber von dem alles andere angewiesen, abhängig ist und auf den alles andere angewiesen ist. Ganz wichtig. Und Allah Ta'ala ist auf niemanden angewiesen. Allah hat alles erschaffen. Und wenn ihr euch abwendet, o Menschen, indem ihr euch lieber der Tijara, dem Handel zuwendet, anstatt eure Ibadah zu Ende zu führen, dann ist Allah darauf nicht angewiesen, weil nämlich alles, was in den Himmel ist und alles, was auf der Erde ist, Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist. Und ebenfalls eine indirekte Aufforderung, wenn ihr eine Ibadah begonnen habt, dann führt sie auch zu Ende. Wenn ihr eine Ibadah begonnen habt, dann führt sie auch zu Ende. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte von einem Muslim, wenn er etwas beginnt, dass er es auch zu Ende führt. Und deswegen Allah sagt beispielsweise in Bezug auf Hajj und Umrah, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, und vollendet die Hajj und die Umrah für Allah. Ich beginne etwas, also führe ich es auch zu Ende. Und was war nochmal die Bedeutung von Tasbih? Wir hatten das ja mal erwähnt gehabt. Was bedeutet eigentlich Tasbih? Allah von jedem Fehler und Makel freisprechen. Genau, Allah Ta'ala von jedem Fehler und von jedem Makel freisprechen. Allah Subhanahu wa Ta'ala ist frei von jeglichem Mangel. Und das bedeutet Tasbih. Ich spreche Allah frei von allen negativen Eigenschaften und füge Allah Subhanahu wa Ta'ala gleichzeitig alle positiven und vollkommenen Eigenschaften zu. Und deswegen die besten Worte, die ein Muslim sagen kann, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Gepriesen sei Allah und gelobpreist. Das heißt, ich preise Allah, also ich sage ihn los von jeglichem Mangel und gleichzeitig aber auch lobpreise ich Allah, indem ich ihn nämlich lobe und alle schönen und vollkommenen Eigenschaften zuschreibe. Das sind die besten Worte, die Worte, die Allah Ta'ala über alles liebt.
Und Allah Ta'ala, er beginnt, wie gesagt, bei diesem Tasbih, dass alles, was in den Himmel ist und alles, was auf der Erde ist, Allah Subhanahu wa Ta'ala preist, ohne Ausnahme. Und jetzt erwähnt Allah Ta'ala vier seiner Namen, die auch unter anderem in Surat al-Hashr erwähnt werden. Wir waren noch nicht bei Surat al-Hashr, aber die unter anderem auch dort erwähnt werden. Und zwar sagt er, Al-Maliki, Al-Qudusi, Al-Azizi, Al-Hakim. Gut. Lass uns mal diese Namen etwas näher anschauen, inshallah. Allah Ta'ala, er sagt, er ist Al-Malik. Al-Malik ist der König. Diesen Namen benutzen wir eigentlich jeden Tag in unserem Gebet. Entweder als Malik oder Malik. Und wir sagen, Maliki Yawmiddin, dem Herrscher am Tag des Gerichts, oder Maliki Yawmiddin, dem König am Tag des Gerichts. Zwei Qiraat, zwei Lesarten, die beide vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert werden. Taib. Allah Ta'ala, er bezeichnet sich hier als was? Er bezeichnet sich hier als König. Und der König, er ist, dieses Universums ist nicht angewiesen auf einen kleinen Menschen, dass er ihn lobpreist. Dann Al-Quddus. Al-Quddus. Al-Quddus kommt von Al-Quds. Und Quds bedeutet heilig. Und es ist eine Steigerungsform von Quds. Also Quddus ist nochmal was? Eine Steigerungsform von Quds. Ist der absolut Heilige, also die höchste Form von Heiligkeit. Und was bedeutet das Wort heilig eigentlich? Frei von Fehlern auch. Ah, das passt sehr, sehr gut zu was? Das passt sehr gut zum Tasbih, dass Allah subhanahu wa ta'ala frei ist von jeglichen Fehlern. Dann Al-Aziz, der Erhabene, von Izz, der Mächtige, der Stolze. Ebenfalls, ja, passt das sehr, sehr gut, ja, zu dem Wort Tasbih. Und dann Al-Hakim, der Allweise. Der den Menschen erschaffen hat und auch weiß, warum er ihn erschaffen hat und warum er ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich für oder gegen den Tasbih zu entscheiden. Er ist Al-Hakim. Diese vier Eigenschaften, sie hängen aber auch mit der darauffolgenden Ay eng zusammen. Diese vier Namen, wie wir gleich noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Und Allah ta'ala, er sagt in der darauffolgenden Ay, und sie ist sehr, sehr wichtig, diese Ayah. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest. Sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Diese Ayah ist eine Ayah, in der Allah Ta'ala über den Sinn und Zweck der Entsendung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht. Und diese Ayah haben wir in einer ähnlichen Form insgesamt viermal im Koran. Wie oft? Insgesamt viermal im Koran. Viermal, wo Allah subhanahu wa ta'ala genau diese vier Punkte erwähnt, die in dieser Ayah erwähnt werden. Und wir werden gleich auf diese Punkte eingehen, insha'Allah ta'ala, und auch noch einmal schauen, was das Ganze zu tun hat mit den vier Namen, welche Allah ta'ala in der vorherigen Ayah erwähnt hat. Aber zunächst erst einmal, bevor wir darauf eingehen, müssen wir uns mit dem Beginn dieser Ayah beschäftigen, weil dort nämlich ein sehr, sehr wichtiger Begriff vorkommt. Und zwar sagt Allah Ta'ala, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Er ist es, der unter den Ummiyin einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen. Okay. Der Begriff Ummi ist ein zentraler Begriff in unserer Religion. Ein Begriff, der auch immer wieder im Koran vorkommt. Ummi kommt von dem Wort Um. Und Um bedeutet Mutter. Und die Mutter, sie symbolisiert diesen natürlichen Zustand eines Menschen, den Fitra-Zustand. Das heißt, ein Kind kommt auf die Welt und erst einmal weiß dieses Kind nichts.
ist abhängig von wem? Es ist abhängig von seiner Mutter. Und Ummi ist dementsprechend zunächst erst einmal jemand, der nicht lesen und nicht schreiben kann. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Nahnu ummatun ummiya. Wir sind eine Umma, eine Gemeinschaft, welche Ummi ist. Nahnu ummatun ummiya. La naktub wa la nahsib. Weder können wir schreiben, noch können wir rechnen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt also seine Umme als eine Umme, die nicht lesen und nicht schreiben kann. Manche verstehen diesen Hadith im Übrigen falsch, indem sie nämlich denken, ah, wir sollten auch immer so bleiben. Nein, nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir immer so bleiben und dass wir nicht lesen und nicht schreiben können. Ganz im Gegenteil. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ja vom ersten Moment an versucht, dies zu ändern. Das ist eine andere Sache. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat einen Großteil seiner Umme beschrieben, zu der er gesandt wurde, nämlich eine Umme, die nicht wie andere Völker auf dieser Welt zur selben Zeit sehr weit im Wissen gewesen sind und eine Zivilisation hatten, die auf Wissen aufgebaut wurde, sondern dass es sich hierbei eher um Menschen handelt, welche in der Regel nicht viel von dieser Zivilisation mitbekommen haben. Einige konnten zwar lesen und schreiben, aber das war die absolute Minderheit gewesen. Und selbst wenn sie lesen und schreiben konnten, waren sie nicht wirklich Gelehrte in dem Sinne gewesen, wie man das verstanden hat zur damaligen Zeit. Das ist eine Bedeutung. Aber gleichzeitig deutet dieses Wort Ummi noch auf etwas anderes hin, was wir am Anfang erwähnt haben. Und zwar, dass es sich um eine Umma handelt, welche sehr nahe an der Fitra ist. In dieser natürlichen Veränderung. Deswegen auch nochmal Ummi von Mutter. Muttermilch. Das heißt, sie sind sehr nahe an der Fitra. Und das ist einer der Gründe, warum Allah Ta'ala die Araber auserwählt hat, dafür, dass ein Prophet zu ihnen gesandt wurde. Weil sie nämlich noch sehr nahe an der Fitra gewesen sind. Während die anderen durch Ideologien zu ihrer Zeit und Philosophien und den unterschiedlichsten Religionen beeinflusst gewesen waren, waren die Araber zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch in einem relativ reinen Zustand gewesen. Das heißt nicht, dass sie Allah alleine angebetet haben. Nein, nein, sie hatten ihre Fehler, sie haben Schirk begangen. Aber es war der Zustand dieses Natürlichen, in dem sie sich befanden. Und deswegen waren sie auch eher bereit gewesen, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu akzeptieren und zu befolgen, als beispielsweise andere Völker, die schon vorher eine Religion hatten, an der sie festgehalten haben und mit der sie sich identifiziert haben, wie die Juden und die Christen als Beispiel. Also ein ganz wichtiger Aspekt. Aber es gibt noch eine andere Bedeutung für Ummi. Und zwar, Al-Farra ist einer der arabischen Gelehrten, er sagt, Al-Ummi ist jemand, der kein Buch bekommen hat. Ist was? Ist jemand, der kein Buch bekommen hat. Das ist ganz wichtig. Und zwar, die Juden haben die Araber damals als ein Volk gesehen ohne Buch. Das heißt, sie hatten keine Schrift wie sie selbst, die Tora, die sie empfangen haben. Und deswegen haben sie sie als Ummiyin bezeichnet. Nicht, weil sie nicht lesen und nicht schreiben konnten, sondern weil sie kein eigenständiges Buch hatten, so wie sie. Und sie haben sich immer wieder über die Araber gestellt und gesagt, wir kommen von Ishaq und haben die Tora bekommen, ihr seid von Ismail und ihr seid Ummiyun. Ihr habt kein Buch bekommen. Und ihr seid ohne Buch. Und das ist auch wirklich so. Die Nachkommen von Ismail a.s. hatten keinen einzigen Propheten gehabt. Bis zu wem? Bis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat man sie auch als Ismailiten bezeichnet. Die Ismailiten, ja, welche kein Buch hatten. Und die Juden hätten sich niemals vorstellen können zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala den letzten Propheten zu den Ismailiten schickt und nicht zu ihnen, obwohl unser Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich zu allen Menschen geschickt wurde. Das haben sie sich nicht vorstellen können. Deswegen viele von ihnen haben ihn nicht akzeptiert, obwohl sie ihn erkannt haben, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass er kein Jude ist, dass er nicht einer von uns ist. Das widerspricht unserer Vorstellung von den Kindern Israels, dass wir das auserwählte Volk sind. Einige haben es akzeptiert, wie Abdullah ibn Salam und andere. Es waren nicht alle gleich. Aber viele haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam
nur aus diesem Grund abgelehnt, weil sie gesagt haben, er ist kein Jude, sondern er ist Araber. Er ist ein Ismailit und er geht nicht auf wen zurück? Auf Ishaq alayhi salam. Deswegen haben sie sie als was bezeichnet? Als Ummiyin. Leute, die kein eigenständiges Buch hatten. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, er ist es, der unter den Ummiyin, den Schriftunkundigen, die entweder nicht lesen und nicht schreiben konnten, der Fitrana waren oder die kein eigenständiges Offenbarungsbuch hatten, so wie die Juden es hatten. Einen Gesandten von ihnen, ganz wichtig, Allah Ta'ala, er sagt nicht einen Nabi, er sagt einen Gesandten, Rasul, er sagt nicht Nabi, er sagt Rasul. Weil es gibt einen Unterschied zwischen einem Rasul und zwischen einem Nabi. Was ist der Unterschied zwischen einem Rasul und zwischen einem Nabi? Ja. Umgekehrt. Der Rasul hat von Allah Ta'ala was bekommen? Eine Botschaft, eine klare Botschaft, die er den Menschen verkünden sollte, während ein Nabi lediglich eine Offenbarung erhält und sich dann an die Botschaft eines Rasuls richtet. Und deswegen Allah Ta'ala, er sagt, ja, er hat einen Gesandten von ihnen geschickt oder entstehen lassen oder erstehen lassen. Und das ist das Besondere, dass es vielleicht einen Nabi gibt, auch von den Nicht-Arabern, das ist gar kein Problem. Aber dass jetzt jemand kommt, der den Anspruch hat, ich bin ein Rasul, mit einer eigenständigen Botschaft, mit einem Buch, was dann für alle Menschen gültig sein kann, das ist sehr viel gewesen. Und dann sagt Allah Ta'ala, minhum, von ihnen, was ebenfalls eine Gnade von Allah ist. Gab es denn Propheten, die zu Völkern gesandt wurden, zu denen sie nicht gehörten? Gab es Propheten, die zu Völkern gesandt wurden, die nicht sozusagen, zu denen sie nicht gehörten, die fremd waren in diesem Volk? Lut alayhi salam. Er wurde nach Sodom und Gomorra geschickt. Aber er gehörte nicht zu ihnen. Er war nicht einer von ihnen. Deswegen wollte man ihn ja auch vertreiben, etc. Aber auch wer? Yunus alayhi salam. Ach, du wolltest Yusuf sagen, ja. Ja, Yusuf alayhi salam, ja, kann man sagen, obwohl er sozusagen, er hat als Nabi gewirkt, ja, bei den sozusagen Ägyptern und er war sozusagen dann dort als Sklave richtig, also in gewisser Weise ja. Wer noch? Lot hatten wir ja schon gesagt. Hud, nein, Hud war Araber, er gehörte zu dem Volk. Nein. Yunus, genau richtig, ja. Musa, nein, er wurde zu den Kindern Israels gesandt. Aber er wurde sozusagen, er hatte eine Aufgabe gehabt. Die Aufgabe war es, die Kinder Israels zu retten vor Pharao. Richtig. Ne? Okay. Das sind sozusagen zwei Beispiele für Propheten, die nicht zu ihren Völkern gesandt wurden, sondern zu fremden Völkern. Was im Übrigen auch nicht einfach ist. Ja? Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er war einer von ihnen und wurde auch zu ihnen gesandt. Und Allah erhebt es hervor. Sagt auf. Ja? Das ist eine Gnade von Allah. Befolgt diesen. Schätzt das. Dass es der Prophet sallallahu alaihi wasallam einer von euch ist. Und dann sagt er, und jetzt kommen die vier Dinge, für die er gesandt wurde. Und das ist unglaublich wichtig, wirklich, macht euch. Das ist so wichtig, dass man diese vier Dinge auch wirklich versucht, in seinem Leben umzusetzen. Und das allererste, yatlu alaihim ayati, der ihnen seine Zeichen verliest. Was ist damit gemeint? Seine Zeichen verliest. Welche Zeichen sind gemeint? Und was soll er konkret verlesen? Und zwar die Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart bekommen hat. Und damit ist in erster Linie was gemeint? Der Koran. Koran al-Karim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte den Koran al-Karim verlesen, vortragen. Der Koran kommt von Qara'a. Und Qara'a heißt was? Etwas vortragen. Wir kennen diese Geschichte, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine erste Offenbarung erhalten hat. Und da wurde ihm ja gesagt, Iqra. Viele denken, Iqra lies, also im Sinne von lesen heutzutage. Nein. Iqra im ursprünglichen Sinne ist etwas was? Vortragen. Ja, ist etwas was? Vortragen, dass ich etwas vortrage. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte zunächst erst einmal die Aufgabe, die Worte Allahs dem Menschen vorzutragen. Und zwar als allererstes in mündlicher Form. Tilawa, in mündlicher Form. Eine nach der anderen. Eine nach der anderen. Sobald er ein Zeichen erhält, kommt das nächste Zeichen,
welche er dann vortragen soll. Und unsere Aufgabe ist es, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dies gleich zu machen, indem wir nämlich ebenfalls uns mit der Tilawa des Korans beschäftigen und diesen Koran von Generation zu Generation weitertragen, genauso wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat. Sei ein Träger des Korans. Sei eine Trägerin des Korans, geehrte Schwester. Das ist der größte, die größte Ehre, die dir zuteil werden kann. Die größte Ehre, die einem Menschen zuteil werden kann, ist, dass er ein Träger der Botschaft Allahs ist. Und das Schöne ist, jeder von uns kann ein Träger dieser Botschaft sein. Wir als Muslime, wallahi, wenn wir das schätzen würden, wir würden uns nur noch damit beschäftigen. Wir als Muslime haben einen Schatz, den wir nicht wirklich schätzen. Wir haben einen Schatz, den wir nicht wirklich schätzen. Wir haben das Wort Allahs zwischen uns, was uns ein edler Prophet vorgetragen hat. Keine andere Religionsgemeinschaft hat es, nicht eine einzige. Keine Religionsgemeinschaft hat das Wort Allahs, welches direkt aus dem Mund eines Propheten kommt. Gibt es nicht, weder im Judentum noch im Christentum. Das sind alles Überlieferungen. Das ist ähnlich wie die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder vielleicht einige noch Aussprüche vom Propheten wie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass du aber eins zu eins das Wort Allahs hast. Das gibt es nicht. Deswegen versuch, den Propheten sallallahu alaihi wasallam darin zu imitieren, dass du die Worte Allahs weiterträgst, so wie er es getan hat, durch die Tilawa, mündlich, von Generation zu Generation. Und dann, وَيُزَكِّيهِمْ. Und der sie läutert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gekommen, nicht um einfach nur eine theoretische Botschaft zu übermitteln, eine Ideologie, sondern der Prophet ist gekommen, sallallahu alaihi wasallam, um uns zu reinigen, um uns aufzuzeigen, wie ich mich reinigen kann, wie ich mich reinhalten kann. Das heißt, jemand, der den Koran theoretisch kennt, aber nicht danach lebt, der hat nur den ersten Teil erfüllt, aber nicht den zweiten Teil. Der hat nicht verstanden, worum es geht. Es geht darum, dass du dich charakterlich entwickelst, dass du dich reinigst. So wie es Allah Ta'ala im Koran gesagt hat, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, und bei der Seele, wie er sie erschaffen hat, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, und er gab ihr das Gute und das, oder das Schlechte und das Gute ein. Und die Gottesfurcht. قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, erfolgreich ist derjenige, der sie reinhält. وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, und verlustreich ist derjenige, der sie befleckt, der auf sie tritt, der sie schmutzig macht. Das ist das, wonach wir streben sollten. Ibrahim alaihi salam, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt entsandt wurde, er hatte einen Dua gemacht, als er die Kaaba errichtet hat. Diesen Dua, den haben wir in Surah Al-Baqarah. Was sagt Allah Ta'ala in diesem Dua? Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Guck mal, Subhanallah, 1:1. O unser Herr, Ibrahim und Ismail, zwei Propheten, bitten Allah, schicke zu ihnen einen Propheten von ihnen. Schicke zu ihnen einen Propheten von ihnen. Yatlu alayhim ayati, der ihnen deine Verse verliest. Und dann, wie geht's weiter? Wa yu'allimuha, wa yuzakkihim. Genau umgekehrt. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma, und der ihnen das Buch und die Weisheit lehrt. Wa yuzakkihim, und sie reinigt. Das ist eine dieser vier Stellen, wo das vorkommt. Aber es ist die einzige Stelle, wo es in einer umgekehrten Reihenfolge vorkommt. So als würde Allah Ta'ala uns etwas Wichtiges damit sagen wollen. Ibrahim hat einen Dua gemacht mit wichtigen Dingen. Und Allah hat diesen Dua vollständig erfüllt, außer in einem Punkt. Und zwar in der Priorisierung dieser sozusagen Aspekte. Und zwar die Tazkiyah, diese innerliche Reinigung, ist wichtiger als das theoretische Wissen, was danach kommt. Subhanallah. Allah hat es erhört 1:1, aber uns aufgezeigt, es kommt eher auf was an? Erst einmal auf das Innere. Und deswegen, wie haben die Sahabe den Koran auswendig gelernt? Weiß es jemand? Wie haben die Sahabe den Koran auswendig gelernt? Es gibt mehrere Überlieferungen. Ja. 10 Ayah, 10 Ayah, immer so in 10er Schritten. Ja, und was haben sie dann gemacht? Ja?
Genau. Genau, sie haben nicht nur auswendig gelernt, sondern sie haben erst weitergemacht, wenn sie auswendig gelernt haben, verstanden haben und dann was? Praktiziert haben. Sodass sie was gelernt haben gleichzeitig? Sowohl das Wissen als auch den Amen. Und das ist das, worauf es ankommt. Da müssen wir hin. Dass der Koran uns begleitet und dass der Koran uns reinigt. وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Und sie das Buch und die Weisheit lehrt. Nochmal zwei weitere Dinge. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sollte ihnen was beibringen? Das Buch. Damit wir das Buch verstehen. Wir brauchen einen Lehrer, um diese Anleitung, diese göttliche Anleitung überhaupt verstehen zu können. Viele Ayat verstehen wir erst dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie uns erklärt hat. Die Sahabe, sie kommen zum Propheten und fragen ihn, ja Rasul, was ist mit dieser Ayah gemeint? Haben Angst, ein Beispiel, als die Ayah herabgekommen ist. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Diejenigen, die glauben und ihren Iman nicht mit was beflecken? Mit? Oder umhüllen mit was? Mit Ungerecht, mit Unrecht. أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Jene sind es, die Sicherheit haben und das sind diejenigen, welche rechtgeleitet sind. Die Sahaba haben Angst bekommen. Mein Gott, ja Rasulallah, wer von uns begeht kein Unrecht? Wer von uns begeht kein Unrecht? Dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, mit Wun ist was gemeint in dieser Ayah? Der Schirk. Weil Allah nämlich in Surat Luqman sagt, Ya Bunayya, la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. Oh mein Sohn, geselle Allah niemanden bei, weil wahrlich der Schirk ist ein gewaltiges Unrecht. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm hier was beigebracht? Er hat ihm hier die Worte Allahs erklärt und erläutert. Das ist das Erste. Aber nicht nur das, sondern er hat sie nicht nur erläutert, sondern er hat uns aufgezeigt, wie man sie richtig umsetzt. Und das bringt Allah zum Ausdruck durch welche Worte? Durch die Worte Al-Hikmah. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, Al-Hikmah ist die Sunna, die Lebensweise des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Weil ich kann den Koran nehmen und ich kann daraus eine Botschaft des Terrors machen. Oder? Haben wir nicht Leute heutzutage, die sich auf den Koran beziehen und sagen, wir sind die wahren Muslime, aber schlachten alle ab? Haben wir. Wir hatten das kurz nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi, die Khawarij. Wenn du sie gesehen hast, dachtest du, boah, was sind das für krasse Muslime? Also der betet so viel, ich könnte niemand so viel beten. Der fastet die fast jeden Tag, ich könnte das gar nicht. يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ Jemand von euch, wenn er ihn sieht, dann fängt er an, sein eigenes Gebet in Frage zu stellen und sagt, was ist das, ich bete ja nicht mal richtig. So viel wie er betet. Aber der Koran, er überschreitet nicht ihre Kehle. Das heißt, er gelangt nicht in ihr Herz, sie haben nichts verstanden. Deswegen brauche ich die Hikmah. Was ist die Hikmah? Die richtige Umsetzung, die richtige Anwendung der Worte Allahs. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَكَانِهِ الصَّحِيحِ Dass ich eine Sache an ihre richtige Stelle tue. Nicht, dass ich die Worte Allahs nehme. فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ Tötet sie, wo immer ihr sie findet, und dann gehe ich auf die Straße und bringe irgendwelche Leute um. Ja, ich praktiziere nur die Worte Allahs. Du Dummkopf, du hast gerade ein Verbrechen begangen. Du hast nicht die Worte Allahs praktiziert. Du hast ein Verbrechen begangen. Du denkst, du hast es, aber du hast es nicht getan. Weil du nämlich einfach den Koran nimmst und denkst, du könntest ihn verstehen, ohne deinen Meister, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wer sind die Warathatul Anbiya, die uns erklären, was der Prophet getan hat? Die Erben der Propheten sind wer? Die Gelehrten. Du versuchst, den Koran selbst zu verstehen? Bitte. Dann zeig es mir doch. Wende dich an Gelehrte. Warathatul Anbiya, sagt der Prophet, sind nicht meine Worte. Die Erben der Propheten. Und deswegen, du kennst keinen Gelehrten auf dieser Welt, der das gut heißt, was diese Menschen machen. Kein Gelehrten. Dann kommt so ein Anmerkung, ja, aber die wahren Gelehrten sind alle im Gefängnis. Was redest du für einen Blödsinn? Ja? Die wahren Gelehrten sind alle im Gefängnis. Subhanallah, möge Allah uns bewahren, Herr Rabbil Alamin. Und daran erkennen wir, wir brauchen die Hikmah. Oder umgekehrt, genau das Umgekehrte. Ja? Dann die Überliberalen. Auf der einen Seite die. Und die Subhanallah, die machen genau dasselbe im Endeffekt. Ja? Sie versuchen im Grunde genommen, ohne ihren Meister, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sich an den Koran zu wenden. Was machen die Liberalen? Sagen, wir brauchen gar keine Sunna. Und wir interpretieren den Koran so, wie wir wollen. Und dann kommen komische Dinge bei heraus. Ja, Ramadan ist, weiß ich nicht, jedes Jahr im September.
Ja. Und die komischsten Dinge kommen dabei heraus. Die komischsten Dinge. Und deswegen, und jetzt kommen wir nochmal, insha'Allah ta'ala, zu diesen vier Namen. Weil diese vier Namen, sie haben zu tun genau mit diesen vier Dingen. Al-Malik, der König. Und der König, er lässt seine Schöpfung nicht einfach, die er erschaffen hat, allein auf sich selbst gestellt. Und deswegen sandte er was? Einen Gesandten, der den Menschen den Weg aufzeigt. Aber der auch gleichzeitig bestimmt, wie die Menschen zu leben haben. Ich kann nicht als Mensch sagen, ich lebe so, wie es mir beliebt, sondern ich habe einen klaren Maßstab. Nämlich das, was Allah, der König und mein Schöpfer, von mir verlangt hat. Und wenn ich das nicht tue, dann muss ich die Konsequenzen tragen für mein Fehlverhalten. Genauso wie ich in dieser Dunya, wenn ich mich an die Gesetze halte, die Konsequenzen tragen muss. Wenn ich sage, ich lebe einfach so, wie ich leben möchte, ich lasse mir von niemandem was sagen, was passiert dann? Irgendwann einmal lande ich wo? Im Gefängnis. Und genauso auch, wenn ich mein Leben einfach führen möchte, wie es mir beliebt, ohne auf die Worte Allahs zu hören, dem König dieses Universums, dann muss ich damit rechnen, dass Allah mich mit der Hölle bestrafen wird, nur Allah davor bewahren. Dann Al-Qudus, verbunden mit was? Mit Wayuzakihim. Er ist der Heilige. Und wir hatten gesagt, heilig kommt von Reinhalten. Und dazu gehört was? Die Tazkir, dass ich mich ebenfalls als Mensch innerlich reinige. Allah will, dass wir uns innerlich reinigen. Dann Al-Aziz, der Erhabene, der ebenfalls Mächtige. Und das hängt mit was zusammen? Mit Al-Kitab. Weil Al-Kitab, der Koran, derjenige, der sich an den Koran hält, der wird was erlangen? Der wird die Izze erlangen. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Inna Allah yarfa'u bi hadhal kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Allah erhöht durch dieses Buch Menschen und erniedrigt andere durch dieses Buch. Und dann Al-Hakim, die Hikma, subhanallah, der Weise, ist verbunden mit was? Mit der Hikma. Da sehen wir, subhanallah, wie schön diese Ayat miteinander verbunden sind. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Vorher, bevor der Prophet kommt, haben die Araber in einem Irrtum gelebt. Sie hatten zwar eine gesunde Fitra, aber sie waren auf einem Irrweg gewesen. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat zu ihnen dann einen Propheten gesandt. Und jetzt geht es weiter, aber ich sehe, die Zeit ist vorangeschritten. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach hier erstmal inshallah ta'ala innehalten, eine stoppen für heute und dann an dieser Stelle dann weitermachen und nächste Woche dann die Sura komplett abschließen, auch wenn es jetzt sehr schön ist, was kommt. Und andere, die dann sozusagen noch nicht zu ihnen gestoßen sind, die sich noch nicht ihnen angeschlossen haben, weil damit können auch wir gemeint sein, inshallah ta'ala, aber dazu werden wir dann nächste Woche bi'izzallahi azza wa jal mehr sagen.